Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator 22, die zwei vom Bau zusammen mit Intoxic zockt, aka Bodo Yes. Bagger. Servus zusammen. So, ganz, ganz viel Neues. Einmal natürlich das Liebherr-Pack. Ich habe hier schon mal zwei rausgeräumt, um zu gucken, wer von den beiden größer ist, weil der da ist, der Liebherr ist teurer als der andere. Und das letzte Update hat eine was ganz Geiles mitgebracht. Wir können über das Spiel jetzt sprechen. Sprachchat mit Funk. Ich meine, das haben ja viele Spiele. Das ist ja nicht unbedingt das Problem. Das hat ja der Landwirtschaftssimulator auch funktioniert, bloß nicht richtig. Ja gut, der Landwirtschaftssimulator hat nur Sprachchat. Ja, aber hier selbst hast das... du den Sprachchat, aber wenn ich jetzt weiter weg bin, schaltet er quasi aufs Funkgerät um und das hört man dann auch deutlich den Unterschied zwischen ich stehe neben dir und ich habe die, ich bin im Fahrzeug irgendwo unterwegs, keine Ahnung, Timbuktu, du bist auf der Baustelle. Genau. Da klingt das definitiv anders. Also ihr kriegt jetzt unser Audio nicht mehr sprachgesteuert, also nicht, über den Teamspeak sowieso nicht mehr, das Ding funktioniert irgendwie nicht mehr, unser Channel, den wir hatten. Über OBS allerdings auch nicht mehr, sondern wir werden das wohl in Zukunft hier übers Spiel machen, denn das scheint sehr gut zu funktionieren. Ja, die einzige Schwierigkeit, was der Entwickler angibt, betrifft Konsolen. Das ist bekannt, da wird dran gearbeitet. Das ist nicht mein Problem. Aber wir spielen ja beide auf PC und nicht auf Konsole, von daher dürfte das bei uns jetzt eher weniger was ausmachen, ne? Hör mal, Bodo, die einzige Konsole, die ich hab, ne? Da ist ja hinterher nur ein Wasseranschluss dran, du. Das ist der Waschbecken, ne? So. Genau. Boah. Nee, das ist so, da muss man sich so drauf hocken, weißt du? Ah, du meinst die Keramik, die Porzellan. Ja, Porzellanthron, ja. Richtig, ja. Ja, Mensch, was meinst du hier? Warum kostet der Liebherr mehr als der andere? Weil Liebherr draufsteht. Ja, aber Cat ist doch immer... Ja, die Schaufel ist ein Zentimeter größer als drüben, weißt du? Ist die Liebherr-Schaufel größer? Ja, weil die ist nämlich abgesenkt und drüben ist sie angehoben und die ist auf gleiche Höhe. Okay, also ist der Liebherr... Das Blamierschild ist ein Ticken größer und dementsprechend ist das ganze Gerät auch teurer, weil mehr Material verwendet wurde. Also ist der Liebherr tatsächlich minimal größer, was die Schaufel angeht. Was das Schild angeht, definitiv ja. Aha. Ja, der Reißer ist aber auch tiefer, guck mal. Ja. Ja, das ist schon wuchtiger, das Ding. Also ja. Materialeinsatz, dementsprechend auch teureres Gerät. Da bin ich auch gespannt, ob wir mit dem... Ticken Länge, oder? Ja, kann man schon sagen. Ja, ich habe versucht, die nebeneinander zu stellen. Ja. Nee, also ich würde sagen, ein Ticken Länge ist er. Minimal. Naja, gucken wir mal, wie man damit arbeiten kann. Gibt ja noch ein paar andere Maschinen. Gibt ja einen Betonmischer-Auflieger, gibt es dazu? Ja, wir haben bevor wir es vergessen, heute natürlich nur eine Infofolge, weil wir haben vorproduziert. Bis Sonntag bekommt ihr noch ohne das, ohne oder mit das Elfer ab, mit dem Elfer Update, ohne, ne? Ohne Elfer Update. Ohne Elfer Update und ohne Liebherr Pack bis Sonntag und ab nächste Woche haben wir dann dieses komplette Package hier. Genau. Da müssen wir auch mal schauen, was wir vielleicht an Maschinen verkaufen und gegen Liebherr Maschinen austauschen. Bei den Bulldozern würde ich sowas zum Beispiel machen. Ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, was es überhaupt an neuen Maschinen gibt. Irgendwie ein neuer Bagger müsste auch dabei sein. Wir schauen jetzt einfach mal. Wir suchen mal die Firma Liebherr und dann gucken wir einfach mal, was es da so Neues gibt. Genau. Also Liebherr Planierraube, die alte kennen wir ja schon. Wo ist denn der Liebherr Bagger, den wir haben da hinten? Warum haben wir überhaupt so viele Bagger? Keine Ahnung. Hier ist der Sani. Jetzt ist er weg. Jetzt hört man es auch über Funk. Ja, jetzt haben wir den Funk drin, richtig.
Mitgelenkten Multikipper. Okay. Haubenbacke. Gut, Mobilgeladen war eh klar. Ne, hat es sich immer gegeben. Kripo-Gerät auch. Ja. Da müsste eventuell ein neuer Liebherr-Bagger dabei sein. Ja, ein Bagger ist dabei, aber ich weiß nicht, ob der Raupenpacker nicht. Ne, der R938 müsste der neue sein. Warte mal, Dosan, JCB. Wir haben hier, irgendwie haben wir hier 10.000 Bagger. Pass mal auf, welche verkaufen wir mal? So, Fuhrpark. Ja, verkauf den Dosan. Pass auf. Wir machen mal. Wir können ja neu kaufen, das ist ja nicht das Problem. Also, damit wir überhaupt mal Platz kriegen. Also, ich würde mir jetzt mal die Cat-Bagger verkaufen. Ich würde auch die Planierraupen von Cat mal verkaufen. Weil sonst kriegen wir nämlich keine Geräte ausgebaggert. Den Dosan behalten wir erstmal. Eine Laderaupe und eine Mobilbagger. Wobei der Mobilbagger mittlerweile, ja, die deutlich besser ausschaut als die anderen, wenn ich ehrlich bin. Hattest du, nee, du wolltest immer ein, was wolltest du denn für einen Bagger haben? Cat-Bagger habe ich gehabt. Du wolltest immer einen Cat haben, ne? Ist der noch hier? Der noch da sein. Oder habe ich den verkauft? So, erstmal weg den ganzen Krempel. Wir haben hier so viele Maschinen, das ist unglaublich. Also der Dosan ist noch da. Aber wir können mal Folgendes machen. Also, du hattest immer den Cat-Bagger, ne? Ja, aber ich nehme auch einen Liebherr-Bagger, so ist es nicht. Also, ja, mich würde mal der Größenunterschied zum Beispiel interessieren. Da wird ein Größenunterschied da sein. Und zwar, boah, da klingelt die Kasse. Du hattest den Cat 349F, ne? Oh ja, ich glaube schon. So, dann kaufe ich den mal einmal. So, dann hatten wir welchen von Liebherr? Wir hatten keinen von Liebherr. Meinst du nicht? Doch. Einen von den beiden hatten. Wir hatten einen Dosan. Ja, aber wir hatten. Aber als es den Dosan noch nicht gab, hatten wir noch einen Liebherr dazu, oder? Wenn dann nur gemietet. Also ausklingt. Und war das bestimmt der 9,8? Ich mach mal Folgendes. Ich kaufe mal den 9,38 und ich kaufe mal den 9,65. So. Dann können wir uns die nämlich genau mal direkt. Gehen wir mal zum Fahrzeughändler und gucken sie uns einfach mal an. Genau. Und diese Laderaupe, die quasi so ein Ersatz für. Dingens ist. Da könnte man fast sagen, für Radlader. Ja, mach mal. Mach mal. Wir können ja austauschen. Wir können ja gerne was aus dem. Können ja gerne was aus dem Liebherr-Pack nehmen. Also, Laderaupe. Wir kaufen es. Okay, also. Können wir die Bagger mal nebeneinander fahren? Ja, können wir machen. Dass man da irgendwie mal den Unterschied sieht. Wow, du hast ein Fahrzeug drin und schon schneidet auch Funke. Das ist genial, Auto, auch wenn du weiter weg bist. Das ist so richtig, richtig gut. Ja. Ich meine, der Dosan war ja in etwa so groß wie der Cat. Ein bisschen, glaube ich, minimal größer. Minimal. So, wie sieht denn das aus hier? Das ist der alte Liebherr, glaube ich, ne? Das ist der kleine von beiden und das anderen, die anderen zwei sind ja die großen, ne? Der ist ja an der Schaufel. Der hat. Der ist quasi der neue. Kann das sein, dass der von der
Schaufel her zwar nicht so groß wie der Cat, aber dass der Ausleger der Arm länger ist. Den Ja, finde ich kann nicht sein. schlecht, ganz ehrlich gesagt. 938 ist der kleine, genau. Ja, der war etwas günstiger. Obwohl er kompakter gebaut ist, finde ich, ne? Schaut nicht schlecht aus, ne? Da muss man Halt ehrlich mal, sagen. wir brauchen ja Maschine. Wir können ja mal gucken, was wir haben wollen und was nicht. Fahren wir halt mal eine Weile mit Liebherr, ist ja kein Problem. Nee, absolut nicht. Also, ich bin da absolut schmerzbefreit. Meine, können wir ja gucken, was wir eventuell wieder verkaufen. Den finde ich ja auch putzig. Was ist das denn? Ach so. Das ist die Laderaube. Ja, cool. Ja, die ist auch neu auf jeden Fall. Ja, die ist neu. Warte mal, dann würde ich. Also, wenn du keinen Radlader nehmen willst, dann nimmst du die Laderaube dafür. Welche Bagger wollen wir denn jetzt behalten von denen? Also, ich nehme den 956. Okay, pass auf, dann machen wir mal Folgendes. Dann werden wir den Dosan mal verkaufen. Dann werden wir den Cat mal verkaufen. Und den kleinen Liebherr, den Ja, 938 genau. werden wir Die verkaufen. 938. Und dafür kaufen wir aber noch einen zweiten 956. Ja, das können wir machen. Oh, jetzt kommt die Kohle wieder rein hier. Und ich will vielleicht, wenn wir schon mal da sind, von Liebherr quasi den Mobilbagger benutzen. Warte mal, der schaut nämlich Wir können ja auch mal gut von aus. Liebherr sowieso die neuen Geräte mal rauslegen. Dass man die überhaupt mal sieht, was da so bei war. Also wir haben jetzt neue Bagger und wir haben auch den neuen Bulldozer. Da habe ich die alten jetzt, glaube ich, auch verkauft. Genau. So, 938, Den. 956 kaufen. Ja, so. So, weil dann haben wir mit der Mobilbagger. Teleskopladen haben die auch, wa? Ist Wo das ist auch eine ein Liebherr? Mobilbagger? Wurde abgewiesen? Hä? Mich verarschen? Was? Ist der Teleskoplader, ist der auch von Liebherr? Der ist auch Müsste neu, irgendwas mit oder? LH sein. Nee, nee. Der schon drinnen gewesen sein. Sicher? Ja. So, was wolltest du kaufen? Ich hatte nämlich keine Meldung. Wieso brauchst du da Meldung? Bin ich kein Vorarbeiter mehr oder was? Ja doch, aber deswegen kannst du trotzdem nicht ohne weiteres kaufen. Kannst ja nicht einfach mein Geld ausgeben. Wo sind wir denn hier? Ja, natürlich kann ich. Doch, da den Mobilbagger hier, den. Na, ist kein Kettenbagger so. Ja, den könnten wir auch behalten, oder? Das ist ein kleiner, schnuckeliger Bagger. Ja, so für Gräben und so. Ja, schau, für hier Oder? mal eben Pflanzdingens ausheben und dann das Ja, Ding reinfahren. oder wenn Weil man. das soll ja mittlerweile auch funktionieren. Ne? Also du sollst ja fahren und gleichzeitig dich quasi bewegen können. Stimmt. Ja, Mit der oder wenn man Schaufel und Loch baggern will, wo der Bodo Bagger reinpasst, das. Genau, dann gucke ich noch mal. Ach so. Betreten. Dann würde ich auch mal probehalber den Dingens noch holen. Was ist denn noch alles neu? Der Kipplader ist auch neu hier, dieser Gelenklader. Aber den werden wir wohl nicht behalten, weil dieser Ami ist schon ganz gut. Liebherr. So, Planierraupe haben wir gesehen. Die Planierraupe ist eine alte, ne? Also die 736 ist eine alte. Gut, die neue haben wir. Den Raupenbagger haben wir auch. Den Muldenkipper müssten wir noch mal kaufen. Der Teleskoplader, sagst du, ist auch alt. Der müsste alt sein, ja. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also, Okay, was ist mit dem Radlader? war der meine? Das auch ein alter?
Okay. Also der Knickgelenk, die Muldenkippe ist definitiv neu. Aber da müssen ja mehr Maschinen noch sein. Die haben doch so angepriesen, da sind so und so viele neue Maschinen. Wo sind die alle? Weiß ich nicht. Sonst müsste man das nochmal genau nachher. Gut, auf jeden Fall habe ich jetzt mal so, was ich auf jeden Fall weiß, was Neues habe ich mal gekauft hier. Guck mal hier, das ist Also, dieser, wenn da du sagst, passt. was auf den ersten Blick halt definitiv neu ist. Ja, genau, diese gezogene Betonkübel. Ja, da passt wahrscheinlich eine Menge mehr rein, ne? Wenn man jetzt so Weiß ich betoniert, nicht, finde ich den keine gar nicht Ahnung. übel. Weiß ich nicht, ob da mehr rein passt. Müsste man ausprobieren. Ja, doch, guck dir Also mal die Trommel an. ich würde quasi jetzt einfach mal behaupten, da passt nicht mehr rein. Ah, guck dir mal die Länge der Trommel an, doch. Da geht auf jeden Fall mehr, die ist ja viel länger. Also glaube ich schon, aber ein bisschen unhandlicher vielleicht. Na, egal. Würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass es unhandlicher ist. Ja, weißt was, wir behalten das Ding jetzt einfach mal und dann sehen wir ja. Genau. Ah ja, und das ist er hier, okay. Ich meine, man kann ja sagen, was man will. Detailreich ist die Scheiße ja, ne? Ja, absolut. Also zumindest hast du jetzt auch mal voll profilierte Reifen und dann einfach bloß so ein aufgeblasene Schlauch drüber, Jo. Ja, der ist schon. also da muss ich ehrlich sagen, Hut ab, liebe Entwickler, da habt ihr euch echt Mühe gegeben. Was Aber wirklich, ja. die Fahrzeuge angeht, vom Detail gerade. Und man muss eins sagen, es gab schon Beschwerden, warum Weltenbauer hier nur wieder Bagger und sowas reinbastelt, weil wir ja schon genug haben. Und Ja, jetzt, wenn sie halt die Lizenzen nur für die richtig, Bagger bekommen, was will ich machen? genau, letztendlich ist es so wie bei anderen Spielen auch. Nehmen wir mal den ETS zum Beispiel. Achtet mal auf den Standardverkehr. Da gibt es kein Mercedes und kein BMW und kein VW. Das sind Modifikationen. Und warum gibt es dort zum Beispiel noch keine Brücken-LKW, also Wechselbrücken? Weil die für diese Fahrzeuge wieder eine extra Lizenz brauchen, die sie aktuell nicht haben. Warum gibt es den neuen Iveco dort immer noch nicht? Weil die Lizenz fehlt. Ja, Ja, das das. sind ja, wie gesagt, das sind ja alles lizenzierte Maschinen und wenn der Richtig. Hersteller die Lizenz eben bloß für Gerät X und Y hergibt, aber Z behält, ja, was will der Entwickler dann großartig machen? Dann kann er ja bloß X und Y nehmen und für Z hat er keine Lizenz. Also darf er sie gar nicht ins Spiel bringen. Richtig. Ich will mal eben versuchen, was rauszufinden. Ich hoffe, das geht. Du möchtest jetzt quasi nebenbei gucken, was an neuen Maschinen eigentlich alles da ist. Liebherr Stimmt's? Pack, ja. Ja, habe ich mir nicht gedacht. Ist Gerät 22. da? Da könnte ich mich auch mit anfreunden. Astragon. Genau, Weiß was zwar noch sagt nicht wirklich, was Astragon man denn? damit anstellen soll, kann oder was auch immer. Also, ja, warum nicht? Einfach mal ausprobieren. Also, das Liebherr-Pack enthält folgende Maschinen. Das ist der LR636 Litronic Raupenlader. Das Das ist ist der hier. die PR756 Planierraupe, die große, die wir da stehen haben. Das ist hier Die der Hoffnung, ja. Muldenkipper. Das ist tatsächlich der Teleskoplader, den kannst du mal kaufen. Echt? Ja, der ist neu. Okay. Und der neuen Okay, ja. 3.8 Bagger. Also der kleine eigentlich sogar. Der kleine Bagger ist neu. Ja. Okay. Also der Betonmischer ist klar, der Teleskoplader und der 938er Bagger. Und das war es dann tatsächlich schon. Die Maxi-Anzahl der gleichzeitig ausgelagerten Fahrzeuge ist erreicht. Ja, dann pack welche weg oder so. Warte Ja, mal. das
Werde ich dann wohl machen, ne? Warte mal. Bangalan. Geht weg. Weg. Gehen weg. Aber das Ding ist nicht schlecht. Anstatt Radlader finde ich das vielleicht. Na gut, okay, man muss gucken, wie hoch die kommt. Ich dachte, der wäre hier draußen, aber okay. Na, wo ist denn? Also der 938 und der Teleskoplader tatsächlich. Bin ich jetzt echt blind und finde deinen besser? Also tatsächlich der kleine, der 938 ist. Ja. Ich hätte auch jetzt gedacht, der große, aber okay, so kann man sich täuschen. Mensch. Entschuldigung für die Fehlinformation. Und der Teleskoplader ist neu. Jawohl, wo ist er denn? Beide ist jetzt da. Also da steht der kleine Bagger. Ja, hier auch. Du hast den Bagger jetzt zweimal gekauft, aber keinen Teleskoplader. Nein. Ja, guck doch hier, da steht ein Bagger und hier steht noch einer, Mann. Oh, Himmelherrgott. Es sieht nicht aus wie ein Teleskoplader. Und das sieht auch nicht aus wie ein Teleskoplader. Ach, babalabab. So, aber jetzt habe ich einen Telelader gekauft. Wo ist er? Ja, gute Frage. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Also der ist auch neu, okay? Macht jetzt dem Kramer Konkurrenz. So. Ja, warum nicht, ne? Das Schöne daran ist ja, dass er den Gabelbaum in der Mitte hat. Das ist ja geschickt vorne und alles. Ist der besser als der Kramer? Weiß ich nicht. Müsste man jetzt vergleichen. Also jetzt rein optisch würde ich sagen, gefällt mir der besser. Wo ist denn der Kramer überhaupt? Wir haben ja Fuhrpark. Warte mal. Gucke ich mir den Kramer mal eben im Kleinen an. Ich meine, man kann ja tauschen. So ist es ja nicht. Also, Bagger 938 kann erstmal einer wieder weg. So, da brauchen wir nur einen von. Der hat tatsächlich auch in der Mitte. Der sieht irgendwie genauso aus. Ja, ein kleiner Unterschied ist schon. Ach nee, warte mal, wir haben zwei Kramer, ne? Den verkaufen wir auch einen von. So, weg damit. Da ist er. Der Kramer ist ein bisschen höher, ne? Kann sein, ja. Warte mal, ich mach mal Schnellreise. Beziehungsweise wirkt etwas... Dann können wir die nämlich mal nebeneinander hinstellen, dann können wir sie direkt vergleichen. Beziehungsweise wirkt etwas runder, das Ganze. Ja, aber dann sind das so viele neue Maschinen gar nicht, ey. Aber ich glaube, das Paket kostet auch nur knappe 9 Euro oder sowas, meine ich, wenn man das einzeln kauft. Sieben. Ja, dafür ist es okay. Dann ist das völlig in Ordnung. Ich glaube, was war das jetzt? 6 Maschinen oder so? Völlig in Ordnung. Ja, musst du entscheiden, ob du den neuen Liebherr-Telelader behalten willst oder... Na, wir behalten die beiden. Wir hatten ja vorher zwei Kramer und jetzt haben wir halt einen Kramer und einen Liebherr. Ja, also mir sind beide recht. Ja. Ich glaube, die tun sich nicht ganz viel. Nö, also der Unterschied ist jetzt da nicht gerade. Aber gut, ja, was willst du von einem Teleskoplader großartig erwarten? An 40 fahren sie beide. Alter, kannst du mit deinem komischen Flugzeug nicht woanders lang fliegen? Ja, das habe ich mir jetzt so gerade gedacht.
Ja, Mensch, also okay, haben wir doch ein paar neue, also den kleinen Liebherr. Nee, also ich finde das Package gar nicht so schlecht. Ich auch nicht. Und mit dem Ding muss man mal sehen. Also, man müsste jetzt mal den normalen Betonmischer da holen und daneben stellen. Aber diese Trommel ist eindeutig größer. Ich muss mal gucken, was da. Ja, man müsste halt mal gucken, wie es Unterschied, was für Mal einen Unterschied das schauen. es macht. Es steht leider nicht dabei, wie viel da reingeht. Aber dadurch, dass es ein Auflieger ist, ist die Trommel alleine schon länger. Ja, wir halten das Ding einfach mal und dann schauen wir mal, wie wir es in den Folgen irgendwie mal in Einsatz bringen, sage ich jetzt mal. Ja, irgendwie eine Bodenplatte gießen oder sowas, ne? Ja, da, oder dein Betonkübel damit voll Aber machen oder das Ding so. hier mag ich irgendwie. Der gefällt mir. Der hat was. Der hat was, ne? Ja. Das sage ich aber auch, der hat was. Schönes Ding irgendwie, Na ja, gut, dann machen wir da mal wieder einen Cut. Ja, dann haben wir uns die Und neuen Geräte hier angeguckt und dann geht das in der nächsten genau. Folge damit weiter. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Welche haben wir Ich schaue denn? jetzt. Was? Wollte jetzt gerade gucken, ab welcher Folge wir dann quasi mit den neuen Liebherr-Geräten unterwegs sind. Nächste Woche Dienstag. Warte mal, 21. ist aktueller Stand, letzte Folge. Demnach wäre am 23.04. Ja, 23.04. quasi dann die neue Aufnahmesession. So, was steht denn jetzt beim Händler noch? Ich bin gerade im Menü. Moment, da steht jetzt noch der Liebherr 918. Warte mal, der 918 hast du gesagt, der hier. Dann Laderaube steht nur da und es und der Kramer Telelader. Laderaupe. Das ist der Teleskoplader. Der am. Ich finde das Menü ein bisschen unübersichtlich, aber okay. Kramer Welches Menü? Teleskoplader hast du gesagt. Und? Jo. Und die Lieb von Liebherr irgendwas, Und das ne? der La die Laderaube von Liebherr. Der Lieber die Laderaube. 636. Einlagern, auslagern. So, jetzt müsste alles weg sein. Nee, der Grammer steht nur da. Warum steht der immer noch hier? Den habe ich doch gerade eingelagert und wieder ausgelagert. Wie viel von den Dingern haben wir denn? Ja, anscheinend mehr als genug. Nee, der steht tatsächlich noch da. Kramer. So, warte mal. So, mal gucken. Kramer Teleskoplader einlagern. Jetzt müsste er weg Jetzt ist sein. er. Jetzt ist er weg. Okay. Gut, jetzt stehen sie alle auf dem Firmengelände. Haha. Ja, sehr schön. Nee, dann können wir ab nächstes Mal tatsächlich so spielen, weil die Qualität, glaube ich, ist ja in Ordnung soweit. Also ich verstehe dich zumindest vernünftig. Ja, ich verstehe dich auch vernünftig. Jetzt muss ich dann halt einmal schauen, wie es im Video rüberkommt. Aber das Ja, das wird ja nichts ist anderes eigentlich sein. nur noch eine Einstellungssache, sei jetzt oder mal. Also das Feintuning werde ich wahrscheinlich während den Aufnahmen dann machen oder zwischendrin. Muss halt jetzt erst mal gucken, wie es im Video rüberkommt. Ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Also wenn ich bei OBS schaue, du kommst ja bei mir über die Capture Card rein, ist die Aussteuerung perfekt. Ja, wie gesagt, wenn ich bei mir im OBS-Studio nice schaue und du redest, dann
bist du meistens im gelben Bereich, also ja, bist du auch, das passt. Absolut in Ordnung. Genau, das mit dem Funk ist sowieso genial, dass es da etwas leiser ist, ist völlig klar, aber es ist eine coole Sache eigentlich, finde ich. Ja, voll. Mega. Absolut, also dafür auch für dieses Package natürlich und auch für dieses, wir haben, gucken uns das Update jetzt auch zum ersten Mal an. Auf jeden Fall, falls das jemand von Weltenbauer oder Astragon oder so sieht, Daumen hoch dafür, definitiv. Hey, und dafür kriegen wir irgendwann mal den nächsten Schlüssel kostenlos und wir nicht. Dann kaufen wir nie wieder den Bausimulator. Ey, wir, ganz ehrlich, ich glaube, wir sind die Hardcore-Spieler. Keiner spielt den so lange wie wir am Stück. Ich habe tatsächlich jetzt neulich auf Twitch welche gesehen, die den spielen, aber YouTube schaut, naja. Nicht, aber wenn wir mal entweder so gucken, ich meine, wie lange spielen wir den? Es nicht oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wir spielen den ja seitdem er rauskommen ist, ne? Ja, das ist ja 22 war das, ne? Guck mal, wir haben 24. Also lock, aber und zwar ununterbrochen. Wir haben nie gesagt, oh, das ist jetzt bescheiden, den können wir jetzt nicht mehr weiterspielen. Aufgeregt, ja, aber trotzdem immer weiter durchgezogen irgendwie. Naja, du musst halt gucken, wir sind jetzt bei Folge 243 am Sonntag. Ja, also ja. 243 Folgen YouTube Bausimulator. Dreimal die Woche. Ja. Also absolut. Am Anfang hatten wir, glaube ich, nur einen und dann haben wir irgendwann mal erhöht. Ja, genau. Also anfangs war es bloß einmal die Woche für 15 Minuten und irgendwann haben wir dann gesagt, es ist viel zu wenig. Wir machen dann dreimal die Woche, dann sind wir von 15 Minuten auf 30 Minuten Aufnahme pro Folge dann drauf. Und haben wir dann gesagt, eine halbe Stunde, dreimal die Woche, absolut in Ordnung, passt. Ja, dann. Nicht? Unsere Ding Vote hier, beziehungsweise unsere Bitte hier an Weltenbauer, wir brauchen Kampagnen. Nicht, dass wir hier fertig sind und haben nichts mehr zu tun. Das geht gar nicht. Ja, gut, dann also könnte wir, man im wir Zweifel. Haben noch, wir haben noch sehr viel zu tun. Ja, wir haben auch noch die Amerika-Karte. Also wir, genau, ich wollte es gerade sagen, Amerika war mal zum Beispiel noch überhaupt nicht, also zu zweit zumindest nicht, ich alleine ja. Aber zu zweit. Du aber was ich die cool. Amerika-Karte wahrscheinlich überhaupt nicht, oder? Ja, ich bin heute mal drauf gewesen im Singleplayer. Aber ja, was ich cool finden würde, richtig mal einen schönen Gittermastkran oder meinetwegen, auch wenn ihr zu Liebherr diese Connections habt, von Liebherr den größten, ich glaube, die bauen den größten Mobilkran der Welt. Der hat ja vorne auch so einen Gitterarm dran und so weiter. Fände ich so genial, gerade für Windradbau und solche Geschichten. Das wäre perfekt, das Ding. Ja, dann müsste aber Astragon und Weltenbauer sich hinsetzen und halt dann auch noch wirklich so einen Windkraftpark Gedöns, keine Ahnung, irgendwie so in der Art reinbringen, dass man auch eine Verwendung für diese Baumaschine hat. Aber ganz ehrlich, ich glaube, alleine für den Kran würde ich einen Fünfer springen lassen. Locker. Ja. Also da bin ich definitiv alleine für dieses Fahrzeug würde ich DLC 5 Euro kosten lassen. Wenn es sowas geben würde, definitiv. Ich glaube, ich würde mir sogar einen Zehner gefallen lassen. Aber gut, wir wollen die nicht auf dumme Gedanken bringen. Nein, aber sowas wäre schon mega. So ein richtig, oder einen großen Gittermast-Mobilkran oder so. So ein Raupenkran. Das hätte schon was. Das ist so ein bisschen das, was noch so fehlt. Ja. Ja, schauen wir mal, was kommt. Wie gesagt, es kommen regelmäßig Updates, es kommen regelmäßig DLCs. Wir wissen nicht wirklich, was noch so das Jahr über geplant ist. Wir lassen uns das selber überraschen. Und wenn es was Neues gibt, dann kommt eben auch ein neues Infovideo. Für mich jetzt das erste Infovideo, was ich jetzt hier mache. Wir sind jetzt bei Update 11.1. Genau. Also ja, der liebe Thorsten hier, der bringt eigentlich regelmäßig irgendwelche Infovideos dazu raus, wenn es irgendwelche Updates gegeben hat oder sonstiges. Ich habe mich jetzt eben auch dazu entschlossen, mit dabei, wir nehmen gemeinsam auf, also kann ich auch gemeinsam dieses Paket vorstellen. Und dementsprechend macht auch so mehr Spaß tatsächlich, wenn man das jetzt so gemeinsam dann macht und rausfindet. Natürlich, die letzten Updates sind ungünstig gekommen, also gerade für mich ungünstig, weil ich dann in der Spätschicht war, wie die Updates rauskommen sind und dann Bambusleitung gehabt und Katastrophe. Naja, aber alles in allem, Update und auch Package, positiv, definitiv.
Und dann würde ich Also sagen. der Ersteindruck, Daumen hoch. Ja. Wie sie sich im Spiel schlagen, werden wir gemeinsam sehen, hätte ich gesagt. Und in diesem Sinne würde ich mich jetzt einfach mal verabschieden von euch. Genau. Es wird auch Ne? dunkel, also Zeit ins Bett zu gehen. In diesem Sinne, Leute, guckt die Genau. anderen Folgen noch ab. Nächste Woche sind wir dann auch mit den neuen Liebherr-Klamotten dann am Start. Auf dem Baugelände stehen sie jetzt schon. Genau. Wer wirklich Langeweile hat, kann sich ja 243 Folgen Bausimulator von uns reinziehen. Genau. Und Also danach bis dahin. Tipp nur vorher, sucht euch vorher eine gute Klapsmühle, die euch aufnimmt. Ja, genau. In diesem Sinne, macht's gut, schaut bei jeweils anderen rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Genau, wir sehen uns. Ciao, ciao.